schon viel erreicht haben, die beiden Herren. Der Leopold Weinberg und der Adrian Hagebach. In weit über 20 Gastrobetrieben haben sie ihre Finger mit im Spiel. Ihre Spezialität? Sie suchen die richtige Location für ein Konzept oder das richtige Konzept für eine Location. Die Wahl ist definitiv ein Thema für alle Gastronomen. Darum trifft der Chef von Besto Swiss Gastro, uns Andreas Krummes, die beiden an der Eröffnung von ihrem neuesten Betrieb zum Expertentalk. Adrian Leopold, schön, dass wir heute bei euch im neuen Hefty Diner sein dürfen. Ihr bietet Gastronomiekonzepte für Location oder Location für Gastronomiekonzepte. Wie kommt man auf so eine Idee? Du hast. Eben, also wir haben ursprünglich angefangen mit der Hefty. Da war eine Liegenschaft vorhanden und wir haben die entwickelt, weiterentwickelt zum Boutique Hotel und haben eigentlich sehr viel Spass angefangen bekommen. Wir haben auch den Background nicht in der Gastronomie, sondern es ist immer mit Partnern, die wir zusammenarbeiten, die bei uns arbeiten. Adrian ist Jurist und hat den ganzen Business-Teil vor allem und hat immer das letzte Wort. Ich bin Architekt und habe dort auch das letzte Wort. Und so haben wir eigentlich nach und nach neue Projekte dürfen machen und einen grossen Spass bekommen. Also kennt ihr die richtigen Location für die richtigen Konzepte? Was würdet ihr Gastronomen für einen Tipp geben, wenn er mit dem Konzept auf der Suche ist nach einer Location? Also ganz wichtig ist, dass Location zum Konzept passt. Also es geht nicht jedes Konzept irgendwo rein. Das heisst, die Liegenschaft, der Ort muss einige Voraussetzungen mitbringen, damit ein reibungsloser Ablauf möglich ist. Hat viel mit Architektur, mit Infrastruktur, mit Abläufen zu tun. Es ist sicher nicht so, dass alles überall angeht und nicht jede auf den ersten Blick gute Location eignet sich nachher auch für ein tolles Konzept. Das muss man sicher sehr genau anschauen. Jetzt habt ihr eine Location, die wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach ist. Wie seid ihr darauf gekommen, hier drin in Hefty anzubieten? Man muss so sagen, dass das Diner-Konzept kommt ursprünglich aus den USA, von Dining Wagons, ausrangierte Bahnwaggons, die eigentlich hauptsächlich an Autobahnraststätten zum Einsatz gekommen sind. Autobahnraststätten, Bahnwaggons, Parkhaus, alles in der Bewegung. Von dem her, unser Konzept hat unserer Ansicht nach sehr gut an den nicht ganz einfachen Ort angepasst. Jetzt sind wir bei dem Thema Burger. Ihr seid ja schon länger mit dabei. Einer der ersten, wo Burger auch neu interpretiert hat mit dem Hefty. Ist das Konzept, wo langsam auf das Abstellgleis kommt, oder hat das noch Potenzial? Also ich glaube, wir kommen sicher jetzt irgendwann mal in eine Phase rein, wo es einen Verdrängungsmarkt wird geben. Das freut uns auch, weil wir glauben da die beste Qualität und die bieten wir definitiv auch. Also wenn man gerade den Vergleich macht, muss man natürlich aufpassen, dass man Gleiches mit Gleichem vergleicht. Unsere Burgers haben 170 Gramm der Standard-Burger. Man kann es natürlich auch als Double Quarter Pounder haben. Die Qualität ist auch absolut die beste. Wir haben Schweizer Tier, wir haben Mutterkuhhaltung. Also wir schauen da wirklich hindurch, was da alles mitspielt, ganz genau an. Und wollen unseren Kunden wirklich einfach das beste Produkt geben. Weil der Kunde merkt nachher, neben dem Geschmack, natürlich erst nachdem er es gegessen hat, ob er einen guten Burger gegessen hat. Und ich glaube, es ist schon so, wir sind die Ersten auf dem Platz Zürich, wo der High-End-Burger, eigentlich einen qualitativ hochwertigen Burger, nach Zürich gebracht hat. Und das ist sicher ein bisschen ein Vorteil, den wir darauf aufbauen können. Und da haben wir auch eine gewisse Fan-Community können aufbauen. Was fehlt so in der Schweizer Gastronomie-Szene noch? Oder was habt ihr für Location, wo ihr seht, wo noch das richtige Konzept fehlt? Was würde euch noch reizen? Man sagt, das wäre so mein Traum, sowas noch zu realisieren in einer gewissen Liegenschaft. Also zuerst einmal müsste man Gesetze ein bisschen anpassen, dass man ein bisschen frechere Konzepte ein bisschen einfacher machen kann. Es sind grosse Herausforderungen rein auf der planerischen Seite, glaube ich. Aber wenn man so, was es noch gibt, also ich denke, tolle Objekte, es nicht. Ja, es gibt vielfältige gute Objekte. Uns interessieren häufig auch die Problemfälle. Ja. Das können denkmalgeschützte Objekte sein, das können schwierige Quartiere sein, wo man wieder beleben kann, wo vielleicht einmal belebt gewesen sind, aber dann wieder nicht. Das interessiert uns sehr, also ein bisschen aus einer städteplanerischen Sicht. So ein bisschen die Problemlöser für Immobilienbesitzer, da seid ihr dann der richtige Ansprechpartner. Das ist sicher etwas, was wir gerne machen. Ja. Wir sind von Besto Swiss Gastro. Besto Swiss Gastro ist sicher bekannt bei euch. Du hast gesagt, ihr habt schon mal mit dem Betrieb mitgemacht. Wir hoffen natürlich ganz fest, dass das neue Hefty Diner am Urania auch mit dabei sein wird. Der Anmeldeschluss ist 30. April.
ihr habt uns hier begrüßt. Wir würden uns dann gern am Award in Zürich begrüßen. Können wir mit eurer Teilnahme rechnen? Wir werden uns das sicher jetzt im Nachgang zu dieser Eröffnung sehr genau überlegen und fänden es eine ganz tolle Sache. Ja, vielen Dank. Also dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank. Toi, toi, toi. Super, super. Danke vielmals. Merci.